So, ich habe hier hinter mir einen Irisbus, wie man sieht, da von der Firma Weihrauch. Und ich habe den Kollegen jetzt gefragt, ob er bereit wäre, mal ganz kurz etwas über seinen Bus und seinem Cockpit zu erzählen. Und da ist der Kollege, das ist der Helmut Obst. Hallo Helmut, sag mal, was ist das für ein Bus? Ein Irisbus Euro 5. Was ist das Besondere hier an diesem Bus? Die Heizung. Die Heizung, die ist super. Wieso, was macht die Heizung? Die ist warm, für den Fahrer extra Fußheizung da. Ne? Das ist also von Fahrleistung, von der Fahrstabilität, von der Straßenlage ist es schon ein Sahnestück, der Irisbus. Bin ich begeistert von. Obwohl ich sonst Neoplan fahre, ein Cityliner N116, aber so ab und zu auf Linie fahre ich so einen Irisbus. Möchte ich mit dem Citaro nicht tauschen. Ja, mit Citaro einklappern, das ist ja furchtbar. Und beim Irisbus hier klappert nichts. Das ist witzig, weil, sieht man mich genau, weil tatsächlich ich den Citaro bevorzuge, also den Hybrid C2, und du sagst, das ist für dich eine reine Klapperkiste. Warum? Das Komische ist ja, in Österreich fahren die ja auch Citaro-Busse im Skifahren. Ich bin ja leidenschaftlicher Skifahrer, da klappert auch nichts. Aber egal, welchen Citaro ich anfasse, nur am Klappern und eine ganz schlechte Heizung im Fahrgastraum. Okay. Und das ärgert mich. Okay. Ne? Hier, das ist nicht der perfekte, nicht der teuerste. Er rostet genauso wie der Mercedes auch, nur der Mercedes ist teurer. Was ist denn das jetzt für ein Baujahr, der Bus? Der hat hier schon 380.000 Kilometer gelaufen. Okay. 380.000 Kilometer, ja. Und ist nichts dran, nichts dran. Kein Rost, gar nichts. Gibt es noch vergleichbare Busse, welche du noch gerne fährst? Das ist ja jetzt neuerdings Iveco. Das war früher Iris, jetzt ist Iveco. Ja. Iveco sind wir auch sehr mit zufrieden, ja. Und so MAN und so? Ja, MAN, das ist ja auch Mercedes praktisch, ne? Das ist immer das. Ja. Motorenmäßig nehmen die sich alle nichts, aber das ist eben dieses Klappern von diesen Citaro-Bussen und die schlechte Heizung. Was ist denn hier noch so besonders an dem Armaturenbrett? Kann ich das mal ein bisschen zeigen? Ja, bestimmt. Ja, dass du hier Fußraum und Fahrgastraum extra Heizung einstellen kannst. Ne? Zu den Gebläse nochmal dazu. Das ist ja das Schöne dabei. Ja? Okay. Du hast ja praktisch Innengebläse nochmal, aber das ist ja zusätzlich, diese Fußheizung für den Fahrer. Und die Armaturanordnung, das ist ja nicht Arbeitsplatz. Ja, die Schalter sind übersichtliche Schalter. Ja, übersichtlich alles. Ne? Passt einfach. Genauso. Ein Nachteil hat dieses Auto, das ist der Heizöltank. Okay. Der Heizöltank sieht man hinterher aus wie ein Schwein. Und das ist im Fahrerlebnis überhaupt nicht möglich, sowas, dass man so missbaut. Dieser Tankverschluss von einem Heizöltank, das ist eine Katastrophe. Okay. Wenn man den zuschließt, dann muss man mit zwei Händen in diese kleine Klappe rein und diesen Tankverschluss drehen. Wenn man nicht aufpasst, schwappt das Heizöl während der Fahrt über, wenn man zu voll getankt hat. Also dieser Tankverschluss ist lächerlich. Ist lächerlich. Wie lange fährst du schon Bus jetzt? Seit 1973. Auch schon sehr, sehr lange. Sehr, ne? Sehr lange. Dann schon erfahrungsreich und schon immer bei der Firma Weihrauch gewesen? Oder ja, schon ich vorher? Bin 35 Jahre Weihrauch. War zwischendurch aber woanders im Reiseverkehr. Okay. Den größten Bus der Welt gefahren, 3 Jahre. Den Jumboliner mit 102 Sitzplätzen. Ja. Doppeldecker-Gelenkzug. Ja. Wow. Das ist natürlich noch eine Hausnummer. Ja, gibt es der noch? 4 Stück von. Und ich war in dem Genuss, 3 Jahre so ein Auto zu fahren. Aber an diesem Auto ist auch die Firma pleite gegangen. Und somit bin ich 1982 wieder nach Weihrauch gegangen. Okay, und der Bus jetzt, dieser Doppeldecker-Gelenkbus, der ist jetzt gibt's nicht mehr, oder? Der hat ja auch nicht mehr gebaut. Nee, ja? Klar. Ich habe noch Bilder davon, zu Hause, von dem Auto. Ne? Okay. Das ist schon ein Prachtstück gewesen. Aber das war Jungfernauto, das war nicht durchdacht. Ne? Okay. Anlass von Caterpillar. Hast du keine Ersatzteile gekriegt und alles. Also du sagst, der Bus, den du jetzt hier fährst, das ist ein absoluter. Das ist unser Reservebus übrigens. Ne? Und ich nehme lieber diesen Reservebus, bevor ich für einen Kollegen, der krank geworden ist, den Citaro-Bus nehme. So einfach ist das. Ja, wunderbar. Ne? Vielen Dank. Also, ja, das war Helmut Obst von der Firma Weihrauch als Busfahrer im Linienverkehr, auch unter anderem für die Öffis tätig hier. Ja, in diesem Sinne, ja, schönen Dank, dass du es mitgemacht hast.